Hallo und willkommen. Heute habe ich die Ehre, euch Die Erziehung des Herzens von Gustave Flaubert zu empfehlen. Es gibt einige große Überschriften in der Literatur, unter die wirklich viel passen würde. So würde zum Beispiel Die Erziehung des Herzens gut unter Wie ich mein Leben verkackt habe fallen. Wie war das nochmal mit Spoilern? Ach ja, also wie es dazu kommt, müsst ihr natürlich wie immer selbst rausfinden. Aber beginnen wir von Anfang an. Flaubert erzählt die Geschichte von Frédéric Moreau, der als junger Mann mit sehr großen Erwartungen um 1840 nach Paris kommt. Seine Erwartungen sind dabei eher unbestimmt. Sie gehen nur grob in Richtung Politik und irgendwas mit Kunst, in diesem Fall Literatur. Schon auf der Reise trifft Frédéric auf Madame Arnoux, eine verheiratete Frau, in die er sich sofort verliebt. Es ist eine etwas alberne Verschossenheit, die ihn hier trifft und die ihn bis zum Ende des Romans begleiten wird. Diese Gefühle sind der eigentliche Gegenstand der Erziehung, von der im Titel die Rede ist. In Paris studiert Frédéric Jura, schließt das Studium auch ab und fängt dann eigentlich nie wieder was damit an. Denn quasi direkt nachdem er abgeschlossen hat, stirbt ein Onkel von ihm und er erbt ziemlich viel Geld und muss eigentlich nie wieder arbeiten. Danach verbringt er seine Tage größtenteils damit, Geld auszugeben, sei es für irgendeinen Kram, den er sammelt, oder für Frauen. Er zahlt insbesondere für die Gesellschaft einer Frau, die größtenteils die Marschälin genannt wird, die allerdings nicht mal Prostituierte ist, was wohl eine Sache ist, die man im 19. Jahrhundert gemacht hat, schätze ich. In Bezug auf seine Ziele tut Frédéric allerdings herzlich wenig. Das Beste, was ihm gelingt, sind eigentlich die Kontakte, die er knüpft. Zunächst zu revolutionär subversiven Studentenkreisen, oft repräsentiert durch Frédérics Freund de Laurier. Und zum anderen zur großen Gesellschaft von Paris und vor allen Dingen zum Kapital, repräsentiert vom Bankier d'Ambrus. Aber ansonsten ist es mit der Erreichung seiner Ziele eher schlecht bestellt. Ich fürchte, ich muss soweit vorgreifen, denn diese Nichterreichung ist leider irgendwie so etwas wie der Inhalt des Romans. Es bleibt vor allen Dingen die Frage, ob Frédérics Versagen seine Ursache in seiner eigenen Untätigkeit findet oder vielmehr in unglücklichen Zufällen, die er nicht hätte aufhalten können. Beides wird angedeutet und die Beurteilung sei hier jedem selbst überlassen. Alle meine Zuschauer wollen das Buch schließlich noch selbst lesen. Aber die Art und Weise, wie Frédéric sich in seiner täglichen Untätigkeit verliert und wie er sich eigentlich wirklich nur mit Blödsinn ablenkt, lässt für mich auf eine starke Eigenverantwortlichkeit schließen. Genauso sein Unvermögen, die Revolution von 1848 für sich zu nutzen, die auf dem halben Weg durch den Roman mal stattfindet. So viel zu seinen professionellen Zielen. Daneben stehen Frauen, von denen es noch einige mehr gibt, als ich jetzt hier erwähnt habe. Und auch hier gibt es wieder viele unvernünftige Entscheidungen zu treffen und viele indifferente Gefühle zu haben. Ob die Erziehung des Herzens hier tatsächlich stattfindet, überlasse ich ebenfalls meinen geschätzten Zuschauern. Aber es sei bloß gesagt, dass die Liebe zu Madame Arnoux Frédéric nie ganz loslässt und ihn bis zum Ende beeinflusst. Was sich für mich tatsächlich auch sehr realistisch anfühlt, aber seien wir mal ehrlich, Frédéric ist auch einfach ein verdammter Trottel. Und nicht nur das sollte sehr viel Identifikationspotenzial hier bieten. Bei all dem Gejammer über Prokrastination passt dieser Roman genau, um zu zeigen, wie ein Leben aussieht, in dem man sich nie wirklich zu etwas aufraffen kann. Das hat mich durchaus auch persönlich getroffen, vor allen Dingen bei den beschriebenen Ambitionen. Und die Identifikation funktioniert letztendlich wohl auch, weil Flaubert handwerklich ein wirklicher Meister war. Und damit hoffe ich, Interesse geweckt zu haben und verbleibe euer Literatursnob. Und falls ihr auch eure Ambitionen vergessen und eure Tage einfach nur verplempern wollt, seht euch doch ein paar Videos an, abonniert diesen Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Einen schönen Tag noch.